Liebe Mitglieder und Angehörige der Universität, liebe Bürgerinnen und Bürger von Greifswald und Vorpommern, sehr geehrte Damen und Herren. Eine große öffentliche Feier am Ende des Monats Januar hat an der Universität Greifswald eine lange Tradition. Im Kaiserreich wurde hier regelmäßig der 18. Januar 1871, das Datum der Reichsgründung und Ausrufung Wilhelm I. zum deutschen Kaiser, gefeiert. Wer die damals konservative Ausrichtung der Universität kennt, den wundert nicht, dass diese Reichsgründungsfeier auch in der Weimarer Republik fortgesetzt wurde. Im Dritten Reich wurde diese Universitätsfeier dann einfach in eine Feier zur Machtergreifung des Nationalsozialismus am 30. Januar 1933 umgewandelt. Seit 1999 begeht die Universität den 27. Januar als ein Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. An diesem Tag wurden in Auschwitz die Überlebenden des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Seit 2005 ist dieser Tag auch von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt worden. Der alljährliche Gedenktag, den die Universität Greifswald in den verschiedenen historischen Epochen am Ende des Monats Januars begangen hat, hat sich seit 1999 damit eine gänzlich andere Bestimmung erhalten. Mit der Begehung des Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus zeigt sich die Gemeinschaft der Universität Greifswald als den Opfern in ihrem individuellen Leiden zugewandt. Dieser Gedanke erklärt auch die Form, in der dieser Gedenktag in Greifswald begangen wird. Mit der Konzentration auf eine Opfergruppe, die an konkreten Beispielen aus der Region betrachtet wird, soll die Individualität der Verhafteten, der Deportierten und der Ermordeten aus unserem räumlichen Umfeld gedacht werden. So wurde in der Vergangenheit beispielsweise das Schicksal von Menschen, die Zwangsarbeit erleiden mussten, von Menschen, die in der Wissenschaft verfolgt wurden oder von Homosexuellen als Opfer des Dritten Reiches beleuchtet, oft in biografischer Sicht. Mit einer Betrachtung in konkreten wissenschaftlichen Vorträgen soll der Wahrheitsanspruch, den dieses Gedenken hat, aufgezeigt werden. Daher die Vorträge von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen über die behandelte Opfergruppe und auch über beispielhafte Individuen. Mit der Einbindung in einen emotional bewegenden Akt soll uns die Präsenz der historischen Verbrechen bis in die Gegenwart bewusst werden. Daher das gemeinsame Beisammensein in festlichen Räumen der Universität, des Rathauses oder des Pommerschen Landesmuseums. Wir bedauern es außerordentlich, dass in diesem Jahr die Gedenkveranstaltung wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden kann. Wir haben zwar gelernt, dass sich Lehrveranstaltungen und auch wissenschaftliche Konferenzen in den digitalen Raum verlagern lassen. Für den gedenkenden Anlass der Greifswalder Veranstaltung zum 27. Januar aber lässt sich kein angemessener digitaler Rahmen finden. Ein Gedenken, das die Beziehung zur Vergangenheit gerade auch durch die Face-to-Face-Begegnung in der Gegenwart herstellt, ist unter den momentanen Bedingungen leider nicht möglich. Dennoch möchte ich Sie heute einladen, sich auch an diesem 27. Januar 2021 mit dem Schicksal der Opfer des Nationalsozialismus in unserer Region auseinanderzusetzen. Aus den Vorträgen während der Gedenktage der letzten Jahre sind zahlreiche Hefte der Reihe Greifswalder Universitätsreden hervorgegangen, die Sie auf der Website unserer Universität herunterladen können. Hier können Sie beispielsweise die Vorträge über das erschütternde Schicksal katholischer Priester in Greifswald und Pommern nachlesen, die im letzten Jahr gehalten wurden. Das Heft ist vor kurzem erschienen. Vielleicht ermöglicht Ihnen ein erstmaliges oder erneutes Lesen einzelner Beiträge genauer das Leiden in unserer Vergangenheit zu erkennen. Erinnerung gibt uns die Möglichkeit, unsere Menschlichkeit zu spüren und zu erleben. Wir gedenken der Opfer
des Nationalsozialismus in tiefer Trauer.